Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog 2023 und zwar um die Seite 33, um diesen Kühlschrank, den Wemo 51N. Der Wemo 51N, hier jetzt mit Einbauküchen, den kann man wegnehmen, der hat eine Standardbreite von 38 cm und 52,5. Hier ein kleines Eisfach. Und daneben steht der 46, den habe ich gestern gezeigt. Und der große Unterschied zwischen diesen Kühlschränken, von vorne her genau gleich, genau die gleiche Türe. Und der Einbaurahmen, der wird auch hier drüber passen. Aber wenn wir diese Schränke von der Seite her angucken, dann sehen wir, hier habe ich eine viel geringere Tiefe wieder hier und hier habe ich eine Tiefe von 480 ohne Türe und das Aggregat, das könnte man zum Beispiel hier hinsetzen, aber hier habe ich die bessere Platzausnutzung, wenn ich die Tiefe habe im Gegensatz zu dem Maß hier. Von der Technik her, wir haben hier auch einen BD35F, einen Seco Danfoss Kompressor, der momentan aktuell beste Kompressor auf dem Weltmarkt. Wir haben hier den 12 Volt Anschluss, wir haben einen Lüfter, der ist also zwangsbelüftet. Wir ziehen also hier die Luft an und blasen sie hier wieder weg. Also hier muss die Lüftung gewährleistet werden. Entweder muss hinten genügend Platz sein, zum Beispiel in einem Boot, was in der Regel vorhanden ist, oder im Wohnmobil muss ich hier zum Beispiel von der Seite, vom Kasten nebendran die Luft ansaugen können und hier zum Beispiel auch offen durch ein Gitter und hier in den nächsten Kasten blasen, dass ich eine Zirkulation hinkriege. Oder unten offen und oben 2 cm offen. Der Kühlschrank muss gekühlt werden. Wenn ihr den nur in den Kasten reinschiebt, einpackt, dann wird dieser Kühlschrank ersticken. Die Steuerung schaltet bei 70 Grad aus und er kühlt nicht mehr. Beziehungsweise, wenn er kühlen kann, wird er dauernd Strom brauchen, weil hier hinten wird alles aufgewärmt und die Wärme drückt es dann in den Kühlschrank rein. Und so wichtig ist auch dieser Kühlschrank sauber zu belüften. Ja, ich habe hier in der Türe habe ich Platz in diesem Kühlschrank für 1,5 Liter Flaschen, aber ich kann die natürlich auch legen oder hier oben reinlegen. Und so kann ich den Kühlschrank aufmachen. Wir haben hier ein kleines Eisfach mit einer Tropfschale drunter. Also das zum Beispiel das Wasser, was hier runter tropft, hier aufgefangen wird. Diesen Kühlschrank gibt es nicht als F-Version. F heißt mit ohne Eisfach. Weil, wenn ihr den Kühlschrank wieder von der Seite her anschaut, wir haben hier oben drin das Kühlelement. Und wenn wir zum Beispiel hier hinten ein Kühlelement reinmachen, dann gibt es hier unten so einen Kältesumpf. Hier oben ist es warm und hier unten nicht, weil die ganze Kälte runterfällt. Also immer ein Kühlelement muss immer oben sein, von oben her wird runter gekühlt. Man kann es lösen mit einem kleinen Lüfter, aber das ist nicht vorgesehen. Von den Optionen her, auch dieser Kühlschrank gibt es mit einer Vorrangschaltung auf 230 Volt. Vorrang, wenn beide angeschlossen werden, läuft er auf 230 Volt. Und optional ein digitales Thermostat, aber meistens reicht hier dieser mechanische Thermostat. Den schalte ich einmal ein und habe dann die Temperatur. Kann nachregulieren, wenn es zu kalt ist, ein bisschen wärmer oder kälter. Es gibt noch diesen Einbaurahmen dazu, das ist der gleiche wie beim 41, den mache ich hier drüber. Dass entweder die Türe hier bündig ist, also es steht dann nur der Griff vor, oder ich setze den Einbaurahmen zurück auf dieses Maß hier,
da sind die Schrauben noch drin, die stehen jetzt im Weg, dass der Kühlschrank so ein bisschen vorsteht. Das ist ein Thema vor allem bei Booten, wo ich eine flache Wand habe und hinten viel Raum, wo ich den Kühlschrank so fixieren kann. Vom Stromverbrauch her, der Kühlschrank ist im Mittelfeld drin. Er braucht 7,1 Watt. Das sind dann 170 Wattstunden am Tag. Also wenn ihr vorstellt, eine 100 Ampere Lithium-Batterie hält dann etwa 6-7 Tage. Bei 25 Grad außen, 5 Grad innen und bei 32 Grad außen braucht er 12 Watt. Das sind dann am Tag 286 Wattstunden. Mit einer 100 Ampere Batterie könnt ihr da bei 32 Grad Außentemperatur immer noch 5 Tage überleben. Kühlschrank läuft, das ist überhaupt kein Problem. Klar kann man mit einer Solarzelle nachhelfen. Einer solchen 130 Watt Panel, einen Regler und eine Batterie, könnte ich damit auch im Gartenhaus einen Kühlschrank in den Sommermonaten autonom betreiben. Hier verlinke ich euch das Video von gestern über diesen Kühlschrank, der eben kürzer ist und auch ohne Eisfach lieferbar ist. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.